Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deponia The Complete Journey. Und ja, wir haben jetzt schon zwei Paar Socken oder zwei einzelne Socken, den Seitenschneider, die Zahnbürste und dann die Nahrung. Das heißt, wir müssen jetzt bloß nur noch gucken, ob wir irgendwie ein anderes Paar Socken noch bekommen oder irgendwie die voll machen. Und ich würde sagen, wir gucken erstmal rum. Ich wollte nochmal ins Zimmer gehen, mal gucken, was da ist. Vielleicht haben wir da irgendwas Wichtiges übersehen. Koffer. Oh, hier ist das Kissen. Vielleicht ist da irgendwie was. Oh. Nanu, da lag ja eine Socke drunter. Das erklärt, warum ich in letzter Zeit immer nur Käse geträumt habe. Ja, super. Haben wir noch eine Socke? Ansonsten ist hier Fernrohr. Das hatten wir schon. Nee, ist glaube ich nichts mehr. Die Truhe kriegen wir ja nicht auf. Er will die ja nicht aufmachen. Mal gucken. Oh, hier ist ein Ofen und eine Erdplatte. Ist da drin? Kann man den irgendwie anmachen? Um den Ofen anzuzünden, bräuchte ich erstmal was Brennbares. Okay, was kann man da rein? Die Liste brauchen wir. Was ist denn hier mit den Zetteln? Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Ich könnte die Zettel einfach unleserlich machen. Aber wozu? Ich lese sie ja eh nicht. Kann man die nicht irgendwie reinkloppen? Oder den Topf da irgendwie rein? Oh, jetzt. Okay, nice. Ja, aber. Oh, jetzt kann ich sie doch nehmen. Da und rein mal damit. Ja, ist auch bei dir da rein. Nice. Okay, dann kann man die ja jetzt anzünden, hat er ja gesagt. Okay, nice, der Topf kocht. Was soll jetzt Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt? Vielleicht die Gabel sauber machen? Noch nichts zu gabeln da. Achso, muss irgendwas rein. Alles muss man selber machen. Da muss was rein, vielleicht das Proviant. Ich mag meine Wasabi roh, ist so ein Tick von mir. Soll ich mal die Socken reinwerfen? Ich bin zwar kein Experte, aber ich glaube, das ist tatsächlich Kochwäsche. Als ob er seine Socken jetzt da einfach im Topf kocht. Und den blauen noch rein. Und jetzt? Autsch! Verdammt, das ist ja, ja heiß. Jetzt ist ja was zum Gabeln drin, das heißt, wir können das ja wieder rausholen jetzt. Na, holla! Die Socke hat sich verfärbt. Wer hätte das gedacht? Aber wo ist die andere? Klarer Fall von subtraktiver Farbmischung. Jetzt haben wir nur noch... Okay, nice. Ja, kann man ja, denke ich, mal stehen lassen. Jetzt haben wir ja alles. Jetzt haben wir einen Seitenschneider, das Essen, die Zahnbürste und ein Sockenpaar. Dann können wir jetzt eigentlich alles in den Koffer reinpacken. Das ging natürlich noch gut. Mal gucken, ob das jetzt schon funktioniert. Koffer. Nee, aufmachen. So, Seitenschneider. Seitenschneider, warum auch immer, check. Top. Zahnbürste. Zahnbürste, check. Wasabi-Nüsse. Proviant, check. Und das Sockenpaar. Socken, check. Hm, ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? Ach, können wir das jetzt entscheiden? Na, den Seitenschneider ist, glaube ich, noch nützlich. Die Zahnbürste brauchen wir vielleicht irgendwie. Die Nüsse, damit haben wir das ja angelockt. Vielleicht die Socken, die sind ja nicht so... So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Okay, also was am meisten Platz? So viel Platz nimmt das nun auch wieder nicht weg. Dann muss es ja der Seitenschneider sein. Mit diesem Monstrum im Gepäck bekomme ich den Koffer niemals zu. Alles wo klar. Ich hingehe, brauche ich keinen Seitenschneider. Was hatte der überhaupt auf der Liste verloren? Na dann, lassen jetzt wir ihn hier. Passt es. Dann kann's ja losgehen. Super. Ach, nice. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Ero Furcht, spare dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen.
Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Okay, mal gucken. Jetzt haben wir den Koffer gepackt. Jetzt müssen wir den Koffer verstauen, dann die Zielrohr ausrichten und dann ja, die Harpune abfeuern. Gut, hier ist die Kapsel, hier ist die Harpune. Mal gucken. Ich muss erst noch den Koffer. Diesmal will ich. Okay, ich muss den Koffer verstauen. Was ist das hier? Mhm. Sitz. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. So, dann müssen wir den irgendwie abschrauben. Ist das hier Staufach? Und hier ist nur eine Batterie, vielleicht können wir die auch gebrauchen. So, und nun? Achso, warte mal, kann man da vielleicht den Koffer so, reinmachen? Und wohin jetzt damit? Er meinte ja, dass man Platz braucht. Jawoll. Ja, geht doch. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie hier was finden, um den... Hier ist ein Schraubenschlüssel. Kann man damit vielleicht den Sitz abschrauben? Warte mal. Warum auch immer er den Sitz abschrauben will, keine Ahnung. Auf den kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Kann ich die Batterie? Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Achso, das heißt, wir müssen die Batterie irgendwie unter uns befestigen, aber irgendwo drauf sitzen. Was mit Wenzel? Hey Wenzel, was gibt es? Schon ein Zeichen von Organon. Mach es gut, Wenzel. Glaubst du, dass es... Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Wohin das mit der Batterie? Wohin das mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme. Klar musst du das. Noch was? Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Okay, kein Problem. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß darauf? So, ich mach mir wieder ich in die mach Arbeit. Mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Können wir mal ins Haus gehen? Vielleicht finden wir irgendwie was Brauchbares. Das kriegen wir wahrscheinlich immer noch nicht auf, ne? Verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Was ist hier mit dem? Vielleicht kriegen wir das damit auf. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt! Mit dem richtigen Werkzeug wäre das ein Klacks gewesen. Vielleicht hier mit dem Mauseloch irgendwie was? Das will ich der Maus dann doch nicht antun. Hier kann man vor die Bude gehen. Ah, nice. Okay. Jetzt arbeitet der Bagger da. Was ist das hier? Chili-Chote. Chote. Autsch, heiß! Okay. Nein, ich habe hier lange genug festgesessen. Film. Briefkasten. Post drin? Weiß ich nicht, mal gucken. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Was macht er denn jetzt? Also okay, muss man den Briefkasten mal abschrauben oder aufschrauben, was auch immer. So. Alles klar. Nimmt er sich einfach mit. Was ist das hier? Hanek? Was macht er? Hallo, Hanek. Hi. Moin. Na. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Ich wohne genau in dem an und er weiß es nicht. Ich will jetzt den Tunnel. Hast du Toni irgendwo gesehen? Hast du Toni irgendwo gesehen? Toni? Groß, grantig, speit Feuer. Meine Ex-Freundin. Ach, Toni. Die ist doch bestimmt in ihrem Laden und muss arbeiten, wie jeder andere Mensch. Anwesende ausgeschlossen.
Er arbeitet nicht. Okay, ist der Tunnel schon wieder kaputt? Ist der Tunnel etwa wieder gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Ich schreibe eine Karte. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Gut, dann sind wir hier durch, oder? Die Chilischote, weiß nicht, was damit ist. Vielleicht können wir jetzt irgendwie den Briefkasten benutzen. Weil man da ja was reinlegen kann. Und wieder als Sitz oder so. Ja, nice. Super. Macht ihr die rein? So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. Gut, dann gehen wir mal zur Harpune. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. So, hier unten, das ist der nach links oben und der nach oben links. Das heißt, wir müssen irgendwie hier oben hinkommen, nehme ich an, weil das da so rot markiert ist. Dann wollen wir doch mal. Ja, nice. Das ging schon mal einfach. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Oh, halte dich bereit, Toni, Wenzel. Glaub ich. Oder ist das Toni? Sieht so aus, wie sie gerade beschrieben hatte. Hallo, Rufus. Toni, ja, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Gut, mal das erste erstmal einiges von dem, was du gesagt hast. Mit der am Tor. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Okay, wie böse die ist. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Ich denke mal, das war es, weil die sagt immer nur so abweisen und so. Ich frage, warum du hier bist. Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwendest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Okay, ich komm, ich gehe wir gehen jetzt. Wir lassen das einfach weiter. Mit der braucht man ja nicht mehr unterhalten. Oh, hier ist eine Lunte. Wie kriege ich die an? Das wird ein spektakulärer Abgang. Komm hier. Am Handschweißgerät das mal anzünden. Jetzt wird's spannend. Vom. Okay, schnell rein, schnell rein. Ach, er geht von selber, okay. Dann geht's jetzt los. Nice, das sieht geil aus. Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr. Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar Hasebossen-Babelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Oh nee. Ach scheiße. Ah, das muss wehtun, Alter.
Ach, gut, jetzt hängen wir da. Macht er nichts? Okay, da muss ich was machen. Hier ist eine Kette. Okay, zieht sich da immer eben selber hoch. Und da rein. Top. Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, dann machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Let's Play Deponia. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und haut rein. Ciao.